So, willkommen zurück zu einem neuen Part von Paper Mario Color Splash. Noch drei Stück von der Sorte. Na super. Ja, wir wissen ja mittlerweile, gegen die kann ich leider nicht an den Erstangriff landen. Aber, ja. Ja, was heißt aber? Ich muss halt. Die werden ja immerhin mit einem Schlag besiegt. Wenigstens. Mit einem Schlag sind die ja weg. Gut. Bin mal gespannt, wie weit wir jetzt noch in diesem Karmesin-Turm kommen. Ich sag nicht, die haben das überlebt. Och, ist doch nicht euer Ernst. Ist doch nicht euer. Ich sag's mal besser nicht. Warum hat das gerade, warum hat das jetzt nicht geklappt? Ich muss ja noch irgendeinen ungenutzten Hammer haben. Ich habe übrigens jetzt auch 5er Hammer. Da kommen dich. So, und dann will ich noch einen Pilz vorher einsetzen. So. Oh, das kann doch nicht angehen hier. Gumba-Girlanden, ey. Haben eigentlich gar nichts drauf. Verdammt nochmal hier, ey. So, ging ja gut los, der Part. Da soll ich die einfach in Ruhe lassen. Es gibt mir halt ein bisschen Hammerpunkte, aber ansonsten. Oder wobei, da gibt es ein Herz. Ja, doch, wenn es ein Herz gibt danach, dann kill ich die. Jetzt hätte ich mir eigentlich das mit dem Pilz sparen können, aber. Gut. Ich hätte mir eigentlich den Pilz sparen können, aber. Na gut. Na gut, lassen wir das mal so stehen, würde ich sagen. Da kommen nicht den hier noch. Ich weiß bestimmt, dass es jetzt ausreichen wird mit dem, so wie ich mein Glück kenne. Ja, war mir irgendwie klar. Nee, reicht's nicht. Oh, und jetzt war ich natürlich darauf nicht vorbereitet. Wie mich das aufregt, ey. Mich das leicht anwidert hier, diese komischen Girlanden, muss ich ja tatsächlich sagen. Ja, komm, dann machst du das jetzt. Dann machst du das für mich bitte zu Ende. Kleine Flap-Flap-Fledermaus. Ja, ich sag dazu besser gar nichts. Ich sag dazu mal besser einfach mal gar nichts. Einfach gar nicht, sage ich dazu. Ah, oh, diese Drecksteile hasse. Ich sie einfach nur hasse. Bin leicht auf die Nerven. Hier nicht so gerade so einer? Scheint nicht. Ach komm. Oh nö, warum habe ich das gemacht? Warum? Warum muss ich mich jetzt auch noch von Kamek wieder nerven lassen? Warum? Warum? Ach, er verdeckt sie wieder. Na gut. Ja, gut. Was machen wir denn da am besten? Erstmal ganz nach in den Anfang scrollen. Ach, ich sehe auch gerade. Ein bisschen kann man sich ja orientieren. Was wir da haben. Mal hoffen. Ich werde es ja gleich sehen, was ich da eingesetzt habe. Okay. Zwei Sprünge. Das ist doch mal richtig zum Kotzen. Das ist doch richtig zum Kotzen, ey. Als ob ich jetzt Glück habe und meine Hammer finde. Aber ich glaube, das dürfte ein Hammer sein. Weil ich glaube, Hammer sind ein bisschen mehr gelb. Danke. Gut, ich denke mal, dass beide jetzt, ich denke mal, dass der einen jetzt ausreichen wird. Oh, was soll's? Ja, ich krieg 300 Münzen. Oh, dafür, dass ich mir diesen Quatsch da geben durfte, ey.
So. Morten, wo bist du? Ich habe keinen Bock mehr auf deine komischen Mini-Viecher da. Zeig dich jetzt bitte. Ja, aber es ist natürlich noch nicht Schluss. Es ist natürlich noch nicht Schluss. Natürlich. Oh Gott. Ja, natürlich, ne? Holst du da gleich die ganze Rasselbande? Holst da gleich die ganze Rasselbande? Ja, sicherheitshalber nehme ich mir nochmal drei abgenutzte Hämmer mit. Schlürf, okay, jetzt trifft's. Gut, jetzt habe ich es natürlich verkackt. Im Timing. Okay, aber wenigstens. Was ich sehe, wenigstens ist es die Verteidigung. Wenigstens kriege ich gleich ein bisschen gelb. Also die Kämpfe gefallen mir bisher so gar nicht hier in diesem Karmesin-Turm. Also. Hatte ich schon angenehmere Kämpfe hier in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. War wirklich angenehmerer. Wenigstens kriege ich auch ein bisschen blaue wieder. Wenigstens und immerhin. Meine Güte. Meine Güte. Boah. Ja, rot habe ich genug. Also an der roten Farbe sollte es mir eigentlich nicht mangeln. Meine Güte, jetzt hat es endlich mal geklappt mit dem Erstangriff. Alle mit? Nein, nicht ganz. Nicht alle. Gut. Ich habe jetzt nicht wieder einen Cooper bekommen, ne? Ne, leider nicht. Leider nicht. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Als jetzt selber auch so ein Ding zu nehmen, welches alle drei trifft und auch treffen soll und wird. Dankeschön. Ah, also diese Feuerblumen sind echt, ist echt angenehm. Man kann zwar nur vier Gegner auf einmal damit besiegen, aber wesentlich angenehmer. Eieiei. Und jetzt sag ich jetzt bestimmt, warum hast du die Farbe genommen und machst dann den erst? Das ist eine berechtigte Frage, die ich mir auch stelle. Gut, das ist wieder ein Förderband, welches irgendwie deaktiviert ist, warum auch immer. Okay, K.O.-Hammer, aber erst gehe ich hier nochmal runter, weil hier ja auch nochmal so ein Fleck ist. Hier nochmal eine Sprungkarte. Oh mein Gott, hier machen wir echt was mit, muss ich sagen. Ah, okay. Ihr seid ja lustig. Ihr seid ja richtig lustig, muss ich ja mal sagen. Ihr seid ja so richtig lustig. Ihr seid ja mal so richtig lustig hier. Oh, auf eure Anwesenheit kann ich gerne verzichten, muss ich sagen. Na gut. Ich finde es nur doof, dass mir meine ganzen Blumen da weggehen. Aber es ist der einfachste Weg, finde ich, diese Gegner zu besiegen. Aber gut. Habe ich mir halt dann später nach diesem Level neue Blumen. Wenn ich schon so viele Münzen in den Pumpepunkt gesteckt bekomme. Aber wie gesagt, haben wir jetzt schon 600 Münzen gerade bekommen mit zwei Kamek-Fights. Und von daher. Dankeschön. Jetzt so, kommen gleich wieder welche. Ah, dann lache ich richtig. Ach, da komme ich gar nicht, okay. Da komme ich gar nicht. Boah, wie viel da rauskommt. Und das sieht mir hier links auch so verdächtig aus. Dass da irgendwas ist, aber nee. So, dann gehen wir kurz dahin, weil da ja ein Block ist. Großer Hammer. Uiuiui, jetzt geht's aber ab. Gucken, ob irgendwo ein Block was ist. Nö, nichts. Okay. Kann ja nicht schaden, das nochmal zu kontrollieren. Gut, ein großer Hammer. Hi. Nanu! Nanu? Sei gegrüßt, mein Herr. Rein zufällig suchen auch wir nach dem großen Farbstern. Dürfte ich vielleicht nach deinem Namen fragen und dir vorschlagen, bei der Suche nach dem großen Farbstern zusammenzuarbeiten? Ja, ich glaube, das wird nicht so viel bringen, mein Bester, aber. Hallo.
Hallo, ich bin Fabian und das ist Mario. Genau, der Mario. Riesengroßer Malstern. Genau, wir suchen nach einem großen Farbstern. Hast du einen gesehen? Ich, Morton. Ja, sehr angenehm, Morton. Weißt du, ich brauche den großen Farbstern ziemlich dringend. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass uns dieses Gespräch keine Pinselbreite weiterbringt? Mario? Mario! Kein Malstern für Mario! Na super. Was? Er hat einfach so den Boden kaputt gemacht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Typ schon mal von dir gehört hat, Mario. Diesen Morton könnte uns gefährlich werden. Wir sollten besser vorsichtig sein. Ja, das denke ich auch. Aber das war mir schon von vornherein klar. Och komm, könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Oh, großer Hammer, ey. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Da wäre ich sehr von. Ne, das ist eine Eisblume. Habe ich keine Feuerblume mehr, die ich einfärben muss? Ne, anscheinend nicht mehr. Schluss mit Schüchtern. Glaube ich euch nicht wirklich, aber. Oh, ich dachte, wir können das hier vielleicht beenden, aber. Ich bin so schlau. Wenigstens haben sie keinen großen Schaden gemacht. Ich hoffe, dass ich mit dem einen Hammer auch, dass das ausreicht. Von meinem Glück glaube ich nicht gerade. Oh doch, es reicht. Okay. Okay. Auch noch einer. Noch einer. Ich dachte, das wird jetzt getan sein, aber nö. Nö, 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 nö. Nochmal drei. Oh, wie lange geht denn eigentlich der Karmesin-Turm? Würde mich mal interessieren. So, jetzt mache ich es aber ein bisschen richtiger hier. Ja, warum nicht gleich so? Eigentlich sollte das Timing ja mit der Feuerblume drauf haben. Eigentlich. Oh, Speicherblock. Oh. Was das wohl zu bedeuten hat? Ach ja, und ich weiß natürlich schon, wie ich hier weiterkomme. Ich glaube tatsächlich, dass wir gleich einen Bossfight erleben werden, meine lieben Freunde. Ich würde es nämlich hoffen. Ob Morten gleich auf uns warten wird, weil so ein Speicherblock, der sieht ja schon sehr danach aus. Der sieht ja schon sehr danach aus. Gut. Als ob das mir irgendwas beeindruckt, dass er den Boden kaputt haut. Oh. Es geht raus. Apropos, wie sagt eigentlich meine Anzahl? Gut, wenn ich jetzt nochmal. 99! Okay. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht, wenn wir den Stern einsammeln, kriegen wir den letzten. Aber hier sieht nichts mehr aus. Ne, nee. Oh. Hi. Morton, Malstern gefunden! Ah, sieh nur, der große rote Farbstern. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Wir müssen so schnell wie möglich nachsehen, was ihm fehlt. Böser Mario, Malstern gefunden! Morton, Malstern mehr gefunden! Mehr Morton! Mehr Mortonen! Morton, Mario, platt machen! Du. Okay, Morton, der erste Boss. Morton stark! Gleich Mordtonnen stark. Was zum Teufel? Fühlt sich cool, dass du einen Hammer hast, oder? Mordtonnen hoch machen. Dann. Mordtonnen hoch. Mordtonnen gucken, Mordtonnen sicher. Oh. Podests. Oh, fein, fein, fein. Da weiß ich ja, was ich zu tun habe. Aber werde ich mal sagen, ich muss mal einen Pickelhelm und die Feuerblume. Ich werde noch keine Dienstkarte nutzen. Die werde ich jetzt gleich nutzen.
Ach, ich bin so schlau. Ah, okay, doch, okay. So, Morton. Ja, ist klar. Wow, zum Glück konnte ich das jetzt kontern. So, du versteckst dich also jetzt in meinem Panzer. Okay. Was haben wir denn so Feines, was ich nutzen könnte? Na gut, ich denke mal, das kann ich eigentlich wenig nutzen. Ich denke mal, ich muss dieses Ding da, wo er draufsteht, kaputt hauen, das Podest. Weil er sich ja so cool fühlt, dass er da oben steht. Und dann würde ich sagen, dann machen wir doch zuallererst einmal das Ding kaputt. Würde ich so sagen. Wo haben wir denn noch einen? Ja, komm, ich muss erstmal so einen. Wumm. Hoch machen kaputt. Unten machen Angst. Bam. Ich hab doch gedrückt. Na egal. So, mein Bester. Morton, hoch machen. Ach, das macht ihr jedes Mal aufs Neue. Komm, warum holst du jetzt auch wieder deine blöden Scheigeis? Och komm, das ist doch unnötig. Das ist doch richtig unnötig. Das ist ja doch richtig unnötig hier. So, dann kriege ich die beiden weg, genau. Und dann setze ich nur den hier ein. Oder nee. Nee, danach heile ich mich. Danach heile ich mich nochmal. Ich mach das jetzt nur, um die beiden Shy Guys zu killen. Weil, eventuell könnte es das passieren, dass ich dann natürlich auch von ihm getroffen werde, weil ich jetzt natürlich auf ihn drauf springe. So. Ja gut, war mir klar. Gut, wenigstens heile ich mich hier jetzt, von daher ist das kein Problem. Kein Problem ist das. So. So. Wow. Er hat die Schockwelle gemacht. Okay. Gut. So, mein Bester, jetzt ist krasse Action hier angesagt, mein Bester. So, wir nutzen, was nutzen wir denn? Nutzen wir den Pümmel? Oder die Zitrone? Oder den Ventilator? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir nutzen, den Pümmel. Den nutzen wir. So, ich hoffe, dann wird es dir gleich schön an den Kragen gehen, mein Bester. So, denn hochmachen ist nicht, mein Bester. Und schön drauf. Super. Aber das hat nicht gerade so viel genützt. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich. Okay. Oh, das ist aber so nervig, ey. Das ist richtig nervig, muss ich ja gestehen. Das ist ja immer richtig nervig. Ich werde gleich den großen Hammer nutzen bei ihm. So, jetzt dürfen die Shy Guys erstmal die anderen Shy Guys zerstören. Feiglinge! Was soll das denn? Also dafür habe ich euch nicht engagiert. Oh, aber danke, dass du mir ein bisschen das Feld freigemacht hast. Was für Feiglinge, ey. Meine Güte. Dafür habe ich euch echt nicht bezahlt. So. Jetzt hole ich die größte Kanüte raus. So, großer Hammer.
Brownies genutzt? Boah, wie viel steckt der Kerl ein? Wenn ich mal... Was zum... Oh. Ja, aber jetzt bin ich... Jetzt weiß ich, was ich jetzt einsetzen werde. Er ändert anscheinend jetzt seine Strategie, was ich gut finde. Wir haben den Tipp erhalten, dass wir Feuer löschen sollen. Und das tun wir mit dem Feuerlöscher. Boah, der erste Boss, der hat schon mal ordentlich Stil, muss ich sagen. Du. Und Wassermarsch oder Schaummarsch. Zieht das viel ab. Oh. Feuer kaputt. Hammer weg. Nur Stock. Mario Stock essen. Oh, wie süß. Okay. Ich würde sagen, sprich dein letztes Gebet, mein Bester. Sprich dein letztes Gebet. Alter, also dann ist er ja voll easy. Aber mal richtig easy. So, und dann wünsche ich dir gleich noch einen schönen Freiflug, mein Bester. Ist ja richtig easy. Und ich glaube auch nicht, dass er mir jetzt noch irgendwas an Schaden reinhauen kann. Und das war's. Oh yeah. Morton! Morton verloren! Böser Mario Malstern kriegen! Meister Morton befehlen! Malstern nö, niemand geben! Morton versagen! Ganz traurig sein! Meister? Jemand hat Morton befohlen, den großen Farbstern zu holen? Wir sind also nicht die einzigen, die hinter den Farbstern her sind. Naja, wenigstens haben wir den großen roten Farbstern gefunden. Sieht so aus, als wäre er vor lauter Farblosigkeit ohnmächtig geworden. Los, Mario, spring ihn an, damit er aufwacht. Das tue ich aber noch nicht. Denn erstmal hole ich mir noch das Teil. Die lustige Grinsekatze. Glückskatze erhalten. Katzenstatue, die von der Spitze eines tiefroten Turmes Glückseligkeit verkündet. Habe ich jetzt eigentlich irgendwie 100%, weil die will ich... Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich doch. Hm, die Glückskatze ist weg, aber dafür ist Mario da. Ah, jetzt verstehe ich. Die Glückskatze hat Mario geschickt, um Port Prisma zu retten. Ich wusste doch, dass sich die weite Reise von Port Prisma bis hierher auszahlen würde. Ja. Das dürfte es aber der 1% sein. Ja, perfekt. Wunderbar. Wunderbar. Und damit ist er wieder hergestellt. Großer Farbstern erhalten. Und sie machen auf Kirby einen Warpstern. Ah ja, und jetzt ist ja auch wohl klar, wo es dann weitergehen wird. Aber das mit der Indigo-Grotte, das verstehe ich immer noch nicht. Aber gut. Dafür sollte es jetzt dann in der Sierra Löwenzahn dann endlich weitergehen. Wird nämlich auch Zeit. Dass dann auch da weitergeht. Aber gut, wir haben den ersten Farbstern gerettet. Endlich, der große rote Farbstern ist wieder da, wo er hingehört. Und das alles haben wir nur dir zu verdanken, Mario. Ich weiß nicht, was wir ohne dich machen würden. Ich danke euch beiden. Warte mal, hat der Farbstern etwa gerade etwas gesagt? Das ist noch nie zuvor vorgekommen. Nein, das kann nicht sein. Es ist eher so, als würden wir seine Stimme in unseren Köpfen hören, oder? Das stimmt, Fabian. Ich nutze die Kraft der Farbe, um direkt über meine Gedanken mit euch zu kommunizieren. Ich danke euch beiden, dass ihr mich gerettet habt.
Doch es liegt noch viel Arbeit vor euch. Wie ihr sehen könnt, werden die anderen Farbsterne noch immer vermisst. Wenn es euch von Nutzen ist, kann ich meine Erinnerungen an das, was ich gesehen habe, mit euch teilen. Ihr seid gewarnt, es sind keine angenehmen Erinnerungen. Und nun schließt bitte eure Augen. Jetzt kommt's. Oh! Damit wissen wir wohl, wer hinter dem Ganzen steckt. Ein Skandal! Ein Skandal. Es ist also Bowser, der hinter allem steckt. Oh, das war ja furchtbar. Wie kann man so mit Farbe umgehen? Wenigstens wissen sie jetzt, was mit dem anderen Farbstern passiert ist. Dieses schreckliche Monster hat sie einfach in alle Richtungen davongeschleudert, ohne groß darüber nachzudenken. Ja, und uns hat es in alle Winkel dieser Insel verschlagen. Wir können den Brunnen und unsere ganze Welt nicht mehr mit Farbe versorgen. Doch es gibt Hoffnung. Mario Fabian findet die verbleibenden 5 großen Farbsterne und den Brunnen erstrahlt wieder in alter Farbpracht. Viel Glück, lasst euch von der Farbe leiten. Wird gemacht. Wir müssen den Prisma-Brunnen wiederherstellen. Jeder sollte die Farbvielfalt sehen, die er für unsere Stadt bedeutet. Leute, wir haben einen unserer großen Farbsterne zurück. Das verlangt nach einer Feier. Denkt ihr, was ich denke? Tautanz! Prisamba. Was zum Teufel? Wie kann man da jetzt schon von Party denken, obwohl gerade erstmal einer befreit? So. Oh. Maximale KP erhöht. Okay. Damit kriegen wir also auch Herzcontainer, wenn wir so einen großen Farbstern holen. Oh, der große rote Farbstern hat dir neue Kraft gegeben, Mario. Gut, wenn wir wirklich gebraucht hätten, wäre eine Karte, auf der zu sehen ist, wohin das Monster unsere Farbsterne genau geworfen hat. Aber für den Anfang muss das reichen. Ich hoffe nur, dass wir stark genug sind, um dieses Monster zu besiegen. Freut euch an diesem Anblick. Hallo, Bowser. Du siehst ein bisschen krank aus, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mir die Macht der schwarzen Farbe zunutze gemacht. Nichts kann mich jetzt noch aufhalten. Schon bald werde ich die Macht der schwarzen Farbe mit aller Welt teilen. Naja, wenn du meinst. Wie das mit den ganzen Dingern liegt ist. Oh nein. Das ist doch nicht wahr. Du hast sie doch nicht mehr alle. Mario, Prinzessin Peach wurde von Bowser entführt. Werde das jemand ahnen können? Ja, ich sag dazu besser mal gar nichts. Keiner hätte das ahnen können. Ich weiß, dass ein solcher Vorfall höchst ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich, ja. Doch könntest du uns vielleicht helfen, sie zu befreien? Warte mal, wir brauchen einen Plan. Wir wissen ja nicht einmal, wohin diese Luftgaleere hinfliegt. Außerdem, naja, hast du dir diesen Bösewicht einmal angesehen? Der hat die Farbsterne ohne Probleme durch die Gegend geschleudert. Hey, was ist das denn? Das ist eine Peach-Miniatur. Du weißt schon, eine Postkarte, die aussieht wie Prinzessin Peach und nur von ihrem Empfänger geöffnet werden kann. Sie muss diese Nachricht noch schnell abgeschickt haben, gerade als Bowser sie entführt hat. Das ist ja mal was, ein Hologramm in hochauflösender 2D-Grafik. Es ist so flach, dass man direkt meint, man könnte sie stünde vor allem. Mario, ich wurde von Bowser entführt und er wirkt verändert. Abgesehen von der schwarzen Farbe natürlich. Er scheint mir nichts tun zu wollen, aber ich wüsste
es wirklich zu schätzen, wenn du mich so schnell wie möglich retten könntest. Ich weiß noch nicht, wohin diese Luftgaleere fliegt. Doch ich sende dir eine weitere Peach-Miniatur, sobald ich es herausfinde. Peach. Nun, wenigstens wissen wir im Moment, dass es ihr gut geht. Im Moment zumindest. Ich habe da eine Idee. Weißt du noch, wie der große Farbstern sagte, dass wir uns von Farbe leiten lassen sollen? Also wenn wir alle großen Farbsterne wieder zurückbringen, weisen sie uns bestimmt den Weg zur Prinzessin Zelda. Peach. Falsches Spiel. Ich weiß gar nicht, wieso ich auf Zelda komme. Ich habe keine Ahnung. Noch nie davon gehört. Ich weiß, es klingt verrückt, aber das ist der beste Hinweis, den wir haben. Komm schon, Mario. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ja. Das sehe ich auch so. Ich rede von Zelda hier, oh mein Gott. Aber gut, ich würde sagen, das wäre es dann für heute. Ich denke mal, der Part ist lang genug geworden. Durch diese Cutscene am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Euer Jake.